Habt ihr den Verstand verloren? Was soll denn das? Sie werden ein paar Fragen beantworten, Tanner. Woher wisst ihr, wer ich bin? Ich kenne Sie aus Dodge City. Wir suchen Ihren Bruder. Wo ist er? Meinem Bruder Gene gehört die T-Square Ranch. Wenn ihr hinter ihm her seid, würde ich dort mal nachsehen. Oh! Lassen Sie die Spielchen. Sie wissen, dass die Ranch seit 3 Monaten leer steht. Sie irren sich, Mister. Das habe ich nicht gewusst. Wollen Sie uns etwa weismachen, dass Sie nicht hier sind, um das Geld aufzuteilen? Ich habe keine Ahnung, von welchem Geld ihr redet. Hört mal, ich habe meinen Bruder seit Jahren nicht gesehen. Er wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nur hier, weil er mir geschrieben hat, dass er dringend Hilfe braucht. Tanner, Ihr Bruder hat uns $68,000 gestohlen. Die wollen wir wiederhaben. Ihr seid ja alle verrückt. Gene würde niemals... $68,000. Was ist mit den Männern, die sich dieses Geld wirklich verdient haben? Wir wollen das Geld und egal, was Sie zu seiner Verteidigung vorbringen, wir werden Ihren Bruder aufhängen. Also sparen Sie sich die Mühe und reden Sie! Weg hier! Wilkinson! Komm wohl ein bisschen zu spät. Ich glaube nicht, dass es schwer sein wird, Sie einzuholen. Wollen wir das denn? Sie sind doch der Marshal, oder nicht? Und wenn schon. Ich bin nicht hier, um den dreien irgendwelchen Ärger zu machen. Sie kennen sie? Hacker Ridgely Hendricks. Und ich sag Ihnen eins, die drei haben schon genug Schwierigkeiten. Wegen Tanner. Hören Sie, Marshal. Ich habe die drei noch nie in meinem Leben gesehen. Sie haben mich nach meinem Bruder gefragt. Er soll Geld gestohlen haben, das Ihnen gehört. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Und deswegen werde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Tanner! Soll ich Ihnen sagen, warum ich hier bin? Damit Sie umkehren und sich von Evelyn fernhalten. Und weshalb? Sie haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Sie sind bekannt für Ihre Schießkünste. Und Sie sind Gene Tanners Bruder. Ich lasse mir nicht gerne was vorschreiben. Entweder Sie beantworten mir jetzt ein paar Fragen oder ich knöpfe mir die drei selber vor. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich weiß. Ihr Bruder hat alle kleinen Rancher ruiniert. Die drei gehören auch dazu. Sie haben ihr Land und ihre Häuser verloren. Gene hat nie großen Wert auf Besitz gelegt. Was hat er gemacht? Die Rancher überredet, ihr Vieh gemeinsam zur Macht zu bringen. Eine große Herde, ein großer Viehtrieb. Für $68,000 haben sie alle Rinder verkauft. Das war großartig. Dann hat ihr Bruder jeden Cent des Vermögens gestohlen und ist verschwunden. Irgendwas stimmt da nicht. Ein Mann mit so hohen Idealen wie mein Bruder schadet einem anderen nicht. Das passt nicht zusammen. Mag sein. Ich beurteile nur das, was er tut. Na schön, Marshall. Gene hasst mich, weil ich so bin, wie ich bin. Das spricht doch für ihn, oder? Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben. Aber ich reite nach Abilene. Und da werde ich bleiben, bis ich meinen Bruder gefunden habe. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Hier kann ich nichts gegen Sie ausrichten. Aber wenn Sie Ihren Revolver auch nur einmal ziehen, während Sie in Abilene sind, kümmere ich mich persönlich um Sie. Haben Sie ein Zimmer? Sie, Senor. Zimmer Nummer 6. Werden Sie lange bei uns bleiben, Senor? Tanner? Kommt drauf an. Weshalb ist das so wichtig? Sie müssen es mir sagen. Es gab in dieser Stadt einen anderen Mann namens Tanner.
Das ist mein Bruder. Es hat hier schon so viel Ärger gegeben, Senor. Vielleicht wäre es sicherer für Sie, wenn Sie nicht in Abilene bleiben. Wollte der Marshal, dass Sie mir das sagen? Der Marshal? Gehört Ihnen dieses Hotel? Nein, ich arbeite nur hier, Senor. Dann behalte ich den Schlüssel für Zimmer 6. Und wenn ich von jemandem in dieser Stadt einen Rat will, sage ich Bescheid. Ordnung, Dad. Bloß weg hier, Marty. Umdrehen. So, ich glaube, das reicht, Miguel. Schick es nochmal ins Feuer und dann ablöschen. Hallo, Marshall. Einen Moment. Was haben Sie auf dem Herzen, Sir? Kip Tanner. Sie haben 20 Männer, die für Sie arbeiten. Warum machen Sie das noch selber? Weil ein Mann nie vergessen sollte, womit er angefangen hat. Gehen wir ins Haus. Meine Tochter soll uns Kaffee machen. Werden Sie wegen Tanner was unternehmen? Er weiß, was ihm blüht, wenn ein Abilene seinen Revolver zieht. Das reicht nicht. Solange er nichts anstellt, kann ich ihn nur vorwarnen. Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu vertreten, nicht Ihre Befehle auszuführen. Ein bisschen überholt Ihre Einstellung. Das hier ist mein Land und meine Stadt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um alles aufzubauen. Und ich werde es verteidigen. Mithilfe des Gesetzes oder ohne. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihre Rechte zu schützen. Aber wenn Sie das Gesetz übertreten, werde ich Sie genauso verfolgen wie jeden anderen. Setzen Sie da nicht Ihr Abzeichen aufs Spiel? Begreifen Sie doch, die Zeiten sind vorbei, als ein Mann seine eigenen Gesetze machen konnte. Das gilt für Sie genauso wie für Kip Tanner. Wenn Sie wollen, dass Kip Tanner am Leben bleibt, halten Sie ihn von Abilene fern. Ich lebe hier nach meinem Gesetz und das wird auch in Zukunft so sein. Ich glaube, ich verzichte auf den Kaffee, Seth. Wie kann man nur so stur sein? Hallo, Alice. Ach, guten Morgen, Dad. Wer war denn das? Der Marshall. Oh, er bleibt doch sicher zum Frühstück. Nein, das tut er nicht. Wir haben uns gestritten. Oh, Dad, gestritten? Worüber denn? Kip Tanner. Du meinst Jeans Bruder? Ja, er ist in Abilene. Weshalb? Er behauptet, er sucht Jean. Merkwürdig. Denkt ihr, dass Jean hierher zurückkommt? Ach, Alice, wann begreifst du endlich, dass es reine Zeitverschwendung war, dich mit Jean Tanner abzugeben? Es gibt genug andere Männer. Ich weiß, aber ihn wollte ich heiraten. Das war vor 3 Monaten. Ich komm schon drüber hinweg. Dad. Natürlich wirst du das. Sag mal, hast du deinen Bruder gesehen? Nein, Judd und Marty Ruger wollten in der Stadt übernachten. Schon wieder? Ach, warum auch nicht? Ein Hähnlein hat das Recht zu tun, was er will. Das gilt natürlich auch für die Hähnlein-Frauen. Wenn du dich für den Mann entschieden hast, der deiner würdig ist, dann besorge ich ihn dir. Ich bringe dir dein Frühstück. Was machen Sie hier, Tanner? Sie haben das Spiel eröffnet. Ich spiele mit. Welches Spiel?
Ich wurde gestern Abend in meinem Hotelzimmer von zwei Männern überfallen. Wahrscheinlich zwei ihrer Freunde. Kleinrancher. Ich habe Ihnen gesagt, was passiert, wenn Sie was anfangen. Hätte ich was angefangen, wäre ich jetzt nicht hier, um mit Ihnen zu reden. Was wollten die Kerle? Das konnte ich leider nicht rausfinden. Sie haben den Brief gestohlen, den mein Bruder mir geschrieben hat. Ich gebe Ihnen die Chance, die Sache aufzuklären, Marshall. Sie finden mich auf der T-Square Ranch, wenn Sie mit Ihren Hausaufgaben fertig sind. Der Ranch Ihres Bruders? Ganz richtig. Er hat mir einen Teil des Grundstückes versprochen, wenn ich ihm helfe. Wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen? Vielleicht nicht. Vielleicht möchte ich das rausfinden. Ich habe nie viel von Waffen gehalten oder davon, Leute herumzustoßen. Aber den Männern, die mir vertrauen, bin ich es schuldig, dass dieses Unternehmen gelingt. Ich will ehrlich sein. Um einen Mann wie Heinlein zu bekämpfen, brauche ich deine Hilfe. Damit meine ich deine Revolver. Auch wenn wir uns da nie einig waren, Kip, hoffe ich, dass du im Interesse dieser Männer mein Angebot annehmen wirst und nach Evelyn kommst, unterzeichnet Jean. Das war sehr dumm von dir, Jack. Du brichst in sein Zimmer ein und riskierst sogar erkannt zu werden. Für das hier? Pa, wir dachten, wir würden mehr finden. Versuch sowas nie wieder, ohne es mir vorher zu sagen. Verstanden? Darf ich den Brief mal sehen, Dad? Klar. Er wurde vor 3 Monaten geschrieben. Stimmt, Schwesterherz, kurz bevor die Kleinrancher ihren Viehtrieb begonnen haben. Ach, tut mir leid, aber ich glaube das einfach nicht. Was? Das hier klingt nicht nach einem Mann, der vorhat, seine Freunde zu betrügen und zu bestehlen. Vielleicht doch. Wenn man ihn nicht so genau kennt. Judd, es gibt keinen Menschen, der Jean so gut gekannt hat wie ich. Bis auf seinen Bruder. Ähnlichkeit ist vorhanden. Ein bisschen älter, aber unverkennbar Jeans Bruder. Ja, stimmt. Ich bin Thess Heinlein. Das ist mein Sohn Judd. Hallo. Marty Ruger. Hallo. Ich habe von Ihnen gehört. Und von Ihrer Familie. Was kann ich für Sie tun? Sie könnten zum Beispiel von hier verschwinden. Ich habe mir gedacht, dass Sie hier auftauchen würden. Ich kann es mir nicht leisten, Sie hier zu haben, Tanner. 30 Jahre war dies der Weg, auf dem ich mein Vieh zur Frühjahrsweide getrieben habe, bis sich Ihr Bruder hier niederließ. Eine vollkommen legale Heimstätte. Aber wo waren Ihr Bruder und die anderen Siedler, als ich hier draußen war und das Land erschlossen habe? Ich weiß, dass Sie zuerst hier waren, Mr. Heinlein. Das bestreitet auch niemand.
Durch mich ist dieses Land bewohnbar. Ihr Bruder und seine Leute sind wie Geier, die sich über einen fremden Kadaver hermachen. Zu viel Land für einen einzelnen Mann ist nicht gut. Sie haben schon Ihren Teil. Ich will mich nicht mit Ihnen streiten. Ich mache Ihnen dasselbe Angebot wie den anderen. Nicht mehr, nicht weniger. Welches? Für das, was Sie und Ihr Bruder in die Ranch gesteckt haben, zahle ich Sie aus. Sie überschreiben all Ihre Rechte an mich und verschwinden aus Abilene auf Nimmerwiedersehen. Also ich muss sagen, das klingt sehr verlockend. Dann nehmen Sie an. Nein. Diese Ranch gehört Jean. Sprechen Sie mit ihm. Und jetzt verschwinden Sie besser. Niemand sagt uns, was wir zu tun haben, Tanner. Noch jemand? Sie sind ein guter Schütze. Aber ich würde den Jungen nicht unterschätzen. Ich glaube, das Einzige, was ihm im Moment fehlt, ist ein klarer Kopf. Ja, das habe ich gemerkt. Mein Angebot steht, Mr. Tanner. Falls Sie sich entschließen, es anzunehmen, was ich Ihnen dringend rate, finden Sie mich in der Bank. In Abilene. Die Neuigkeit hat sich rumgesprochen. Aber nur, weil es eine schlechte ist. Miss Hainlein? Ja? Darf ich reinkommen? Natürlich. Sie sind also Jeans Bruder. Sie sind hier nicht gerade gern gesehen. Ich weiß, Ihr Vater hat keinen Hehl daraus gemacht. Ist es Ihnen denn auch völlig egal, dass ich versuche, Jean zu finden? Natürlich, nach dem, was mir Ihr Bruder angetan hat. Haben Sie meinen Bruder sehr geliebt? Ich wollte ihn heiraten, Mr. Tanner. Gegen den Willen Ihres Vaters? Ja. Dann verraten Sie mir, wieso Sie plötzlich so bereitwillig sind zu glauben, dass er über Nacht zum Dieb geworden ist. Oder haben Sie Angst vor der Antwort? Ich habe keine Ahnung, was Sie damit meinen, Mr. Tanner. Die ganze Stadt weiß die Wahrheit. Ich habe den Jungen aufgezogen, als unsere Eltern starben. Ich weiß, wie er ist. Er würde nicht mal Brot stehlen, wenn er am Verhungern wäre. Sie haben Jean großgezogen. Vielleicht erklärt das, wieso Ihr Bruder zum Gesetzlosen werden konnte. Er hasst Waffen. Er hasst mich, weil ich von Waffen lebe. Sie werden sich einen besseren Grund einfallen lassen müssen. Weshalb sind Sie hierher gekommen, Mr. Tanner? Ihretwegen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir helfen. Ziemlich dumm von mir, das von jemandem zu erwarten, der zu Seth Hainlein gehört. Mr. Tanner? Ich soll glauben, dass Jean unschuldig ist, obwohl es einen Zeugen gibt, der gesehen hat, wie er die Postkutsche überfallen hat? Was für ein Zeuge ist das? Der Kutscher, Andy Ferris. Er hat gehört, wie einer der Räuber ihren Bruder mit seinem Namen angesprochen hat. Und am selben Tag ist Jean verschwunden. Es ist doch kein Wunder, dass man ihn verdächtigt. Wo finde ich diesen Andy Ferris? In Abilene, wenn er nicht mit der Postkutsche unterwegs ist. Jetzt hören Sie mir mal zu. Entweder war mein Bruder der dümmste Mann, der je einen Überfall verübt hat, oder er wollte das alles erfahren. Sie denken, dass Andy lügt? Irgendjemand tut das. Ich wüsste nur gern, warum Jean dann die Stadt verlassen hat. Das ist doch das, was sich jeder fragt. Jeder, bis auf ihren Vater. Es ist ihm egal, was mit Jean geschehen ist. Hauptsache, ich verschwinde so schnell wie möglich von hier. Merkwürdig, nicht? Glaubst du ihm? Judd,
Hast du alles gehört? Das meiste. Dir und Dad lag wirklich nichts daran, Jean zu finden. Wundert dich das? Durch diesen Überfall hat er die kleinen Rancher ruiniert. Das ist genau das, was wir wollten. Ja. Das ist haargenau das, was du und Dad immer gewollt habt. Die Fahrgäste für mich? Leider nicht, aber ich habe eine Nachricht für Sie, Senor Ferris. Dieser Tanner will mich oben auf seinem Zimmer sprechen. Wissen Sie weshalb? Nein, tut mir leid, Senor. Ich war nicht hier, als er die Nachricht hinterlassen hat. Sind Sie Andy Ferris? Nein, Andy ist im Hotel. Danke. Die Tür ist offen. Mr. Tanner? Hey, Mr. Tanner! Bleiben Sie stehen. Keine Bewegung. Jetzt drehen Sie sich um, langsam. Und nehmen Sie die Hände hoch. Gute Arbeit, Marshall. Kümmere dich um Andy. Er ist tot. Dafür werden Sie hängen, Tanner. Sie glauben, dass ich es war? Es sieht doch wohl ganz so aus, oder? Hören Sie, ich bin diesem Mann noch nie begegnet. Ich weiß auch nicht, was er hier wollte. Sehen Sie doch nach, ob bei mir ein Schuss fehlt. Sie hatten eine Menge Zeit, um nachzuladen. Gott, pass auf ihn auf. Andy Ferris, wichtig, dass ich sofort mit Ihnen über meinen Bruder spreche. Kommen Sie auf Zimmer 6, Kip Tanner. Sie sagten, Sie kannten ihn nicht. Das stimmt. Und wie erklären Sie das hier? Andy Ferris? Der Postkutscher? Der einzige Zeuge gegen Ihren Bruder. Hören Sie, Marshall. Sie wissen, dass das eine Falle ist. Ich hab Ferris nicht erschossen. Heben Sie sich das Reden für Ihren Prozess auf. Prozess? Haben Sie meinen Bruder auch so reingelegt? Sie werden Ihren Prozess nicht mehr leben. Ich vertrete hier immer noch das Gesetz. Verschwinde jetzt. Sie tragen zwar das Abzeichen, Marshall, aber wer weiß, wie lange noch. Sie glauben, Sie können hier für Ordnung sorgen, Mr. Wilkinson? Dafür werde ich bezahlt. Na gut. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Sie haben nichts damit zu tun. Aber Sie werden in die Sache hineingezogen. Der Prozess wird zeigen, wer Andy Ferris getötet hat. Sie haben Chad doch gehört. Es hängt alles von Heinlein ab. Auch der Prozess. Nicht von Ihnen. Wir werden sehen. Kommen Sie. Ich bin direkt hinter Ihnen.
Sandy Ferris. Das ist doch dieser Tanner. Ah, ich wusste, der bringt nur Ärger. Ja, das war nicht anders. Sehen wir mal. Ich glaube, wir sollten erst mal was trinken. Ja, genau. Was ist denn das? Was trinken? Das ja, Ave Maria, gracia plena, Ave Maria. Gracia plena, Ave Maria, gracia plena. Raquel, ich bitte dich. Vater. Jetzt sei doch vernünftig. Geh zurück zu deiner Arbeit im Hotel, bevor man anfängt, Fragen zu stellen. Das geht nicht. Ich muss um Vergebung beten. Dass du etwas gesehen hast, war reiner Zufall. Es ist Bestimmung gewesen. Und ich darf jetzt nicht schweigen. Nein. Nein, das stimmt nicht. Die Sache geht uns nichts an. Überlass das den Gringos. Der einzige Zeuge war der Postkutscher. Wenn du irgendetwas anderes sagst, wird es für uns sehr gefährlich. Und sein Bruder ist dir dabei völlig egal? Was wollen Sie damit? Sie haben den Stein ins Rollen gebracht, Tanner, und ich muss ihn aufhalten. Draußen wartet der Mob auf Sie. Lynchmob? Kann sein, wenn Sie wütend werden. Wer ist der Anführer? Marty Ruger. Einer von Hainlands Männern. Ist Chad auch da? Da draußen steht eine ganze Menge, nicht nur Hainland-Männer. Andy Ferris war hier sehr beliebt. Ich werde aus Ihnen einfach nicht schlau. Hainland ist doch bestimmt reich genug, um jeden in der Stadt zu kaufen, den er will. Bis auf ein paar Ausnahmen. Mag ja sein. Aber die Meute da draußen ist käuflich. Hainline war mal sehr reich, aber das hat sich geändert. Ihr Bruder und die Rancher haben ihn zusammengestutzt, als sie ihre Herden für den Viehtrieb zusammengetan haben. Sie haben auch Hainlines Preise unterboten und ihn auf 2000 Rindern sitzen lassen, aber er hatte nicht genug Land, um sie zu weiden. Wir wollen mit Ihnen reden, Marshall. Ich tue mein Bestes, Tanner. Mehr kann ich nicht versprechen. Vergesst es, Männer! Geht nach Hause und macht keinen Ärger. Wir wollen mit Ihnen reden. Machen Sie auf. Ich hab gesagt. Soldat Tanner, raus da! Und keine Dummheit! Los, los! Niemand hat gesehen, wie Sie ihn da rausgeholt haben? Oder wer Sie waren? Alles, was der Marshall gesehen hat, war eine Handvoll Staub. Den hat es ganz schön erwischt. Als er freikam, waren sie fort. Warum hast du dich so lange mit den Leuten abgegeben? Du hättest als Erster da sein können. So einfach war das nicht, Pa. Dad! Soll das heißen, dass du tatsächlich vorhattest, ihn zu lynchen? Schnelljustiz hat dieses Land aufgebaut und wird auch dafür sorgen, dass es hier so bleibt, wie es ist. Also wer, glaubst du, hat versucht, ihn da rauszuholen? Das weiß keiner. Sie haben Masken getragen. Dad, ich habe bisher alle deine Entscheidungen respektiert. Aber dass du einen Mann töten willst, ohne ihn einmal anzuhören, ohne Prozess. Jeder weiß, dass er Andy erschossen hat. Selbst wenn das so ist. Er hat ein Recht, von einem Gericht angehört zu werden. Wieso bist du so besorgt um ihn? Hat dich Gibbs Bruder nicht genug enttäuscht? Oh doch, das hat er, Dad. Aber was ich heute Abend hier erlebe, enttäuscht mich noch mehr. Ich bin immer sehr stolz auf den Namen Hainline gewesen. Durch euch schäme ich mich jetzt dafür. Jetzt red keinen Unsinn. Du bist doch selbst eine Hainlein, oder nicht? Judd, ich will, dass du sofort losreitest. Ich will dich erst wiedersehen, wenn du Tanner gefunden und getötet hast. Ich will, dass er stirbt. Ist das klar? Haus! Ja.
Sie arbeiten doch im Hotel. Ja, Senor. Was haben Sie mit der Sache zu tun? Wir stellen hier die Fragen, Tanner. Hanlein wollte die Ranch Ihres Bruders kaufen. Haben Sie verkauft oder nicht? Ich verkaufe nie etwas, das mir nicht gehört. Das habe ich Hanlein auch gesagt. Dann kämpfen Sie also gegen Hanlein. Ich kann es nicht beweisen. Aber ich bin sicher, es war Hanlein oder einer seiner Männer, die Ferris getötet haben. Und die behaupten, ich bin's gewesen. Sondern, dass er recht hat. Glaube ich nicht. Ich finde, er redet ganz schön viel für einen Lynchmob. Sie gehören nicht zu dem Lynchmob, Senor. Diese Männer waren viel früher beim Gefängnis. Vater! Es reicht, Senores. Sie wollten sie retten, nicht töten. Ich kann nicht ganz folgen. Senor, ich bin der Vater von Raquel, Miguel Torena. Merkwürdig. Ich hätte schwören können, ihr drei würdet nur darauf warten, mich hängen zu sehen. Nicht nachdem das Mädchen mit uns gesprochen hat. Was haben Sie denen erzählt? Ich sah, wie der Marshall sie festnahm und ich konnte nicht glauben, dass sie Andy Ferris getötet haben. Und weshalb konnten Sie das nicht glauben? Senor, Sie sind in Sicherheit. Wir haben Ihnen geholfen. Nehmen Sie Ihre Revolver und kehren Sie nicht nach Abilene zurück. Sie wollen, dass ich endlich verschwinde. Das ist genau das, was Hanlein auch will. Was haben Sie diesen Männern erzählt? Ihr Vater hat ihr verboten zu sprechen. Er hat Angst, dass sie sie in Schwierigkeiten bringen. Warum sollte ich das? Er wird es doch früher oder später sowieso erfahren. Raquel sah, wie ein Mann gelyncht wurde. Sie glaubt, es könnte ihr Bruder gewesen sein. Ist das wahr? Nichts ist wahr. Sie weiß nicht, was sie sah. Vater, ich bitte dich. Ja, es ist wahr. Ich habe gesehen, wie ein Mann gehängt wurde. Von Männern, die ihre Gesichter hinter Tüchern verbargen. Und ich wollte nicht, dass ihnen das Gleiche geschieht. Deshalb habe ich diese Männer um Hilfe gebeten. Haben Sie das dem Marshall erzählt? Nein, nein, das darf sie nicht. Miguel, das könnte mein Bruder gewesen sein. Ich werde Ihnen genau erzählen, was ich gesehen habe, Senor Tanner. Danke. Ich versuche, dass Sie keine Schwierigkeiten bekommen. Es war abends. 3 Monate ist es her. Ich folgte dem Rinderpfad, der vom Weg zur T-Square Ranch abbiegt, ins Tres Espiritos-Tal. Ich hatte länger im Hotel gearbeitet. Ich war allein und ich hatte Angst. Also war ich sehr vorsichtig. Und dann habe ich sie gesehen. Schneidet ihn ab. Schafft ihn weg. Ich zwang mich, an die Stelle zu gehen, an der er gehängt wurde, um zu sehen, was er fallen gelassen hat. Es war ein Messer. Dieses Messer. Erkennen Sie es, Senor? Es gehörte meinem Bruder. Ich habe es ihm irgendwann geschenkt. Zum Geburtstag. Ich hatte befürchtet, dass Jean tot ist. Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Warum verraten Sie mir nicht den wahren Grund, warum Ihre Tochter schweigen soll? Den Grund habe ich Ihnen gesagt. Sie haben Angst vor Hanlein. Sie glauben, er hat Jean getötet und jetzt zittern Sie vor ihm. Was beantwortet meine Frage? Für Sie steht fest, dass es Hanlein war? Er hat doch nur Vorteile durch Jeans Tod. Er hat sie vertrieben, hat sein Weideland zurückbekommen, das Geld gekriegt, das er brauchte. Geld? Er ist der reichste Mann im ganzen Bezirk. Der Marshall ist anderer Meinung.
Als sie diese große Herde zusammengetrieben und verkauft haben, haben sie ihn vom Markt gedrängt. Er war fast pleite, ehrlich. Vielleicht, Tanner, mag ja sein. Aber wir haben keine Beweise, überhaupt keine. Und jetzt, wo das Gesetz hinter mir her ist, habe ich keine Zeit, welche zu beschaffen. Das weiß Hainlein aber nicht. Was soll das nun wieder heißen? Hainlein müsste glauben, dass wir diese Beweise schon haben. Dann könnten wir genau beobachten, wie er sich verhält. Und wenn er sich so verhält, wie ich annehme, dann werden sie alle ihre Ranch zurückbekommen. Kann ich auf sie zählen, falls ich Hilfe brauche? Wir wollen das, was uns gehört. Wir stehen hinter ihm. Ja, das ist meine Meinung. Ich bin kein großer Kirchgänger. Sie schon. Aber wenn Ihre Gebete was nützen sollen, dann dürfen Sie nicht zulassen, dass ein Haufen Mörder frei herumläuft. Vater. Raquel. Senior Hainlein. Er würde uns umbringen. Die Kirche sagt uns genau, was richtig ist und was falsch ist, Vater. Und wir wissen, was jetzt richtig ist. Senior. Ich bin kein mutiger Mann. Aber ich tue mein Bestes. Was sollen wir tun? Wenn ich Hilfe brauche, geben Sie diesen Männern Bescheid. Und wenn es soweit ist, soll Raquel dem Marshall erzählen, was sie gesehen hat. Wir werden tun, was Sie sagen, Senor. Hier ist es passiert. Genau hier. Wieso haben Sie diesen Ort ausgewählt? Sie hätten nie gewagt, mit einer Leiche weit zu reiten. Sie wollten sie bestimmt schnell loswerden. Raquel, gibt es in diesem Tal irgendetwas Besonderes wie eine Höhle, Treibsand, ein tiefes Loch, ein Abhang? Mir fällt nur etwas ein, das man die Rinderfalle nennt. Was ist das? So wird hier eine enge Schlucht genannt, in die manchmal Tiere von den Ranches hineinfallen und verhungern. Ist das weit von hier? Nein, gleich auf der anderen Seite des Hügels. Aber die meisten machen einen Bogen um diesen Hügel. Es soll dort sehr gefährlich sein. Die Männer, die Jean getötet haben, wussten das wahrscheinlich. Der Ring gehört Jean. Sie hatten recht. Wenn das hinlänger. Sie müssen vorsichtig sein. Der Marshall sucht Sie immer noch. Und Sie haben keine Beweise, dass Hainlein Ihren Bruder getötet hat. Sie müssen sich wirklich sicher sein. Ganz sicher. Besser meiden, wenn Sie hier steckbrieflich gesucht werden? Ich weiß, Ihr Vater möchte, dass ich weglaufe. Ich habe auf Sie gewartet. Aber wenn Sie genauso denken wie Ihr Vater, hätte ich mir die Mühe wohl sparen können. Ich glaube nicht, dass wir uns was zu sagen hätten, Mr. Tanner. Ich gebe hier eine ziemlich gute Zielscheibe ab, Miss Alice. Könnten wir da drüben weiterreden? Falls Sie Angst davor haben, mit dem Mann allein zu sein, der Andy Ferris erschossen hat, das können Sie vergessen. Ich weiß nicht. Danke.
Das hier geht uns beide an. Wieso? Weil Jean für uns beide sehr wichtig war. Wieso sagen Sie wahr? Es tut. Woher wissen Sie das? Er wurde umgebracht. Sie brauchten einen Sündenbock für den Postkutschenüberfall. Es war Jean. Aber wer würde so etwas tun? Wollen Sie die Wahrheit hören? Ihr Vater. Vielleicht war Ihr Bruder auch daran beteiligt. Sie! Es ist Sie wahr! Sie würden doch alles sagen, um Jeans Haut zu retten! Sie wollten doch die Wahrheit! Jean ist tot, gelyncht, ermordet. So wie es mir gestern fast passiert wäre. Oder haben Sie davon auch nichts gehört? Tut mir leid. Aber Ihr Vater hat am meisten von diesem Überfall profitiert. Und es war nicht nur das Geld und das Land, das er bekommen hat. Er hat verhindert, dass Sie den Mann geheiratet haben, den er hasste. Mein Vater ist ein sehr harter Mann. Er lebt nach seinen eigenen Regeln. Aber ich werde nicht glauben, dass er ein Mörder ist. Wieso? Weil Sie es nicht glauben wollen? Durch meinen Vater ist dies ein friedliches, gutes Land geworden, bis die Rancher kamen und sich alles änderte. Dad sagt, ein Mann hat das Recht, für das zu kämpfen, was ihm gehört. Ja, genau. Für das, was ihm gehört. Jean wollte nichts weiter als ein Stück Land. Und eine Frau wie sie. Ich kann verstehen, warum er das gewollt hat. Er mochte anständige Dinge. Er wollte anständig leben. Ich konnte da einfach nicht mithalten. Aber sie. Und das wusste Jean. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Dass Sie die Tochter von Hainlein sind. Aber ich bin eine Hainlein. Wenn Sie meinen Vater beschuldigen, beschuldigen Sie mich. Nein. Sie würden nämlich die Gelegenheit wahrnehmen. Und er nicht. Welche Gelegenheit? Die Gelegenheit, seine Unschuld zu beweisen. Wie denn? Bitte richten Sie ihm Folgendes aus. Ich weiß, dass Jean tot ist und ich kann es beweisen. Und geben Sie ihm das. Das gehörte Jean. Es wurde ihm abgenommen, bevor man ihn gehängt hat. Ich verstehe immer noch nicht, wieso... Sagen Sie Ihrem Vater, keiner weiß, was mit Jean passiert ist, außer mir. Und dass ich bereit bin, die Stadt zu verlassen und es zu vergessen. Für die Hälfte der 68.000 Dollar. Und das nach all dem, was Sie gerade gesagt haben? Hören Sie zu! Ich sage alles, um diesen Beweis zu bekommen. Da haben Sie Ihre Gelegenheit. Haben Sie Angst, sie zu ergreifen? Sie lassen mir kaum eine Wahl. Also gut. Richten Sie Ihrem Vater alles aus, dass er sich auf der T-Square mit mir treffen soll. 10 Uhr heute Abend. Er soll allein kommen. Sie reiten jetzt besser zurück. Es wird dunkel sein, bis Sie auf der Ranch sind. Sie werden mich hassen, wenn ich recht habe. Tun Sie das bitte nicht. Ist mein Vater zu Hause, Miguel? Sie, Senorita, erwartet mit dem Abendessen. Und wo ist Judd? Den habe ich seit gestern nicht gesehen. Danke, Miguel. Thank you.
Ach, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, Alice. Was für Beweise sollte er haben? Oh, gut, Dad. Ich habe so gehofft, dass du das sagst. Das ist doch wohl selbstverständlich. Er hat gesagt, er wäre um 10 auf der T-Square Ranch. Soll das heißen, du reitest hin? Naja, wenn so ein Mörder frei herumläuft und auch noch meinen Namen verleumdet, was hast du erwartet? Du könntest es dem Marshall erzählen. Soll er sich doch um Kip Tanner kümmern? Das ist seine Aufgabe. Der ließ ihn sogar aus dem Gefängnis entwischen. Was wirst du tun? Wie? Kip meint, wenn du schuldig bist, wirst du entweder das Geld hinbringen oder ihn töten. Wofür entscheidest du dich? Du solltest mich inzwischen kennen. Dies ist mein Land, mein Gesetz. Das allein gibt dir das Recht, diejenigen zu vernichten, die ein Stück davon haben wollen? Diejenigen umzubringen, die dir in die Quere kommen? Herr Marshall glaubt, die Zeiten haben sich geändert, aber das stimmt nicht. Dieses Land ist immer noch kein Ort für eine Frau. Das habe ich deiner Mutter gesagt. Und jetzt sag ich's dir. Ja. Ja, vielleicht hast du sogar recht, Dad. Ich wurde in diesem Haus geboren und ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber das ist vorbei. Ab jetzt will ich weder mit dir, dem Haus, noch mit dem Namen Hainlein irgendwas zu tun haben. Morgen früh bin ich von hier verschwunden. Was wagst du mir zu sagen? Was hat dir dieser Kip Tanner erzählt? Hol mir mein Pferd. Warte, wenn du Judd siehst, sag ihm, ich bin auf der T-Square Ranch. Si, Senor. Judd! Tanner, du Elender. Wo ist Ihr Vater? Ich habe meinen Vater... Ihr Vater hat Sie geschickt, damit er mich nicht selbst umlegen muss. Er selbst... Nein. Versucht, sie zu finden. Seit letzter Nacht.
Es ist nach 10. Hören Sie zu, Chad. Ihr Vater ist hier auch aufgetaucht. Ihre Wege haben sich zur falschen Zeit gekreuzt. Versuchen Sie durchzuhalten, bis wir bei Miguel sind. Wir holen einen Arzt. Du hast das vorhin also ernst gemeint. Tja, worauf wartest du noch? Kip ist tot, nicht wahr? Du hast ihn umgebracht. Kein Mann sagt etwas gegen den Namen Heinlein. Er ist einer der besten Schützen gewesen. Du kannst unmöglich schneller geschossen haben als er. Wo hat ihn die Kugel getroffen, Dad? In den Rücken? Alice, du machst es mir wirklich schwer, wenn du nicht meine Tochter wärst. Wärst du nicht mein Vater, wäre ich schon längst zum Marshall gegangen und hätte ihm die Wahrheit gesagt. Stattdessen werde ich so weit von ihr weglaufen, wie ich nur kann. Dad, du hast Judd und mir immer erzählt, dass du Mutter von ihr weggeschickt hast, weil es hier zu hart für sie wäre, weil sie es nicht aushielte. Jetzt weiß ich, dass du sie nicht weggeschickt hast. Sie hat dich verlassen, genauso wie ich und aus demselben Grund. Ich habe deine Mutter geliebt. Nachdem sie hier weggegangen war, habe ich angefangen, alles und jeden zu hassen. Vielleicht hat sie dir auch gesagt, dass sie den Namen Heinlein nicht mehr tragen wollte. Alice, so war mir... Oh, du wirst mich schon nicht vermissen, Vater. Du hast ja noch Judd. Für ihn bist du das, was ein Mann sein sollte. Ich glaube, ihr beide werdet sehr glücklich ohne mich. Was glaubst du, was aus uns geworden wäre, wenn ich zugelassen hätte, dass du einen Mann wie Gene Tanner heiratest? Dass jemand in mein Haus gekommen wäre, der mir mein Land genommen hat, mich ruiniert hat? Ich denke, dann wäre vieles nicht passiert. Und wenn ich nochmal einen Mann finden sollte, der mich will, dann muss ich ihm wichtiger sein als Geld oder Land. Die Postkutsche fährt um 2:30 ab. Ich werde mitfahren. Wir suchen jetzt schon seit 24 Stunden nach Tanner. Wenn seine Geschichte nicht stimmt, buchte ich ihn ein. Und diesmal entwischt er nicht. Natürlich ist seine Geschichte wahr. Würde er Sie sonst um Hilfe bitten? Nein, er will Jeans Namen reinwaschen. Und seinen eigenen. Und die Chance sollten Sie ihm geben. Das ist meine Pflicht und Schuldigkeit als Marshall. Sie haben Ihre Meinung ja sehr schnell geändert. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Morgen früh betreten wir unbefugt Heinlein-Gebiet. Und ich hoffe, dass auch Tanner weiß, was er tut. Die anderen warten vor der Stadt. Das ist ja Senor Judd. Wo was? Sind Ihr Vater und die anderen? Ich weiß nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Es wird ernst. Mich umbringen. Er denkt, er hätte mich getroffen. Oh, ich bin ja so glücklich, Sie zu sehen. Was ist wirklich passiert? Wer ist das, Ellen? Wer ist da? Ich spreche besser allein mit ihm. Aber tun Sie nichts. Was? Das hängt von ihm ab. Ich warte hier draußen. Sie waren ein bisschen zu früh auf der Ranch. Ich war noch nicht da. Tanner, ich war die ganze Zeit hier. Sie können mir nichts beweisen. Aber das eine sage ich Ihnen. Diesmal kommen Sie hier nicht lebend raus. Stehen bleiben! Das ist Alice gewesen. Ich weiß. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Es ging nicht anders. Sie hat gerade den Mann gesehen, den Sie erschossen haben. Sie sind verrückt! Ich habe niemanden erschossen! Wissen Sie, wer dieser Mann war, Heinlein?
Ihr eigener Sohn, Chad. 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 Sie lügen, das glaube ich nicht! Dad! Oh nein! Ich habe es ihm gesagt. Er weiß es. Oh, Kip, wieso haben Sie ihn erschossen? Ich war nicht da, als es passiert ist. Chad wurde von Ihrem Vater losgeschickt, um mich umzubringen. Er dachte, ich würde zur Ranch kommen. Dort hat er gewartet. In der Dunkelheit hat Ihr Vater Chad mit mir verwechselt. Er hat nicht nachgesehen, wen er erschossen hat. Dad, ist das die Wahrheit? Jetzt ist nichts mehr da. All die Jahre, in denen ich versucht habe, aus nichts etwas aufzubauen und es zu bewahren, nichts ist mehr da. Mein Sohn ist tot. Meine Frau und meine Tochter haben mich verlassen. Tanner, das macht einen Mann innerlich krank. Es zerstört ihn. Durch und durch. Jede Faser seines Körpers. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Ihnen und Ihrem Bruder. Du gibst immer den anderen die Schuld, nicht, Dad? Sie denken also immer noch, dass es richtig war, Jean zu töten, um das Geld zu nehmen. Finden Sie nicht, dass Sie mir schon genug angetan haben? Es hat Sie überhaupt nicht gestört, dass Sie eine Menge Menschen ruiniert haben. Dass Sie sie gezwungen haben zu verkaufen, dass Sie Familien zerstört haben. Sie haben immer nur an sich selbst gedacht. Ich werde Sie jetzt in die Stadt bringen, Hainlein. Ich übergebe Sie dem Marshal. Ich werde nicht in die Stadt reiten. Und Sie auch nicht. Nicht lebend. Dad! Halt dich da raus! Sehen Sie mal darüber. Wenn Sie nicht wollen, dass wir Sie über den Haufen schießen, seien Sie vorsichtig. Der Marshal ist auf dem Weg hierher. Sie haben überhaupt keine Chance. Soll das heißen, ich darf mich nicht gegen einen Mörder zur Wehr setzen? Gegen den Mann, der Andy Farris umgebracht hat? Gegen den Mann, der meinen Sohn von hinten erschossen hat? Dad, du vergisst, dass ich die Wahrheit kenne. Du hast nicht gesehen, was passiert ist. Du könntest nicht gegen mich aussagen, selbst wenn du wolltest. Jeder hat gewusst, dass Tanner die Hainleins gehasst hat. Er hatte einen Grund, Judd zu töten. Und genau das werden auch die Gerichte glauben. Er bringt sie dazu, es zu glauben. Ja, das könnte er vielleicht. Marty, nimm ihm seine Revolver ab. Kip! Alles, du! Lange wird sie der Stuhl nicht mehr schützen, Tanner!
Männer sind hinter mir. Er hat Andy Ferris und meinen Bruder getötet. Fragen Sie seine Tochter, Marshall. Tot. Er wollte hier sterben. Nichts konnte ihn aufhalten. Er muss gespürt haben, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. An diesem Amboss fing alles an. Die Ranch ihres Bruders gehört jetzt Ihnen, wenn Sie wollen, das wissen Sie. Aber Evelyn ist kein Ort für Waffen, Tanner. Inline hat das nicht gelernt. Sie sind noch am Leben. Sie haben die Chance, es zu lernen. Der Tag wird kommen, an dem niemand in diesem Land mehr Waffen tragen wird. Marshall, für mich ist dieser Tag jetzt schon da. Ich betreibe die Ranch. Vielleicht kann ich da weitermachen, wo Jean aufgehört hat. Ich würde gerne so leben wie er. In jeder Hinsicht. Zu gehen, an der er gehängt wurde, um zu sehen, was er fallen gelassen hat. Es war ein Messer. Dieses Messer. Erkennen Sie es, Senor? Das gehörte meinem Bruder. Ich habe es ihm irgendwann geschenkt. Zum Geburtstag. Ich hatte befürchtet, dass Jean tot ist. Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Warum verraten Sie mir nicht den wahren Grund, warum Ihre Tochter schweigen soll? Den Grund habe ich Ihnen gesagt. Sie haben Angst vor Hainlein. Sie glauben, er hat Jean getötet und jetzt zittern Sie vor ihm.
Was beantwortet meine Frage? Für Sie steht fest, dass es Hähnlein war? Er hat doch nur Vorteile durch Jeans Tod. Er hat sie vertrieben, hat sein Weideland zurückbekommen, das Geld gekriegt, das er brauchte. Geld? Er ist der reichste Mann im ganzen Bezirk. Der Marshall ist anderer Meinung. Als sie diese große Herde zusammengetrieben und verkauft haben, haben sie ihn vom Markt gedrängt. Er war fast pleite, ehrlich. Vielleicht, Henner, mag ja sein. Aber wir haben keine Beweise, überhaupt keine. Und jetzt, wo das Gesetz hinter mir her ist, habe ich keine Zeit, welche zu beschaffen. Das weiß Hähnlein aber nicht. Was soll das nun wieder heißen? Hähnlein müsste glauben, dass wir diese Beweise schon haben. Dann könnten wir genau beobachten, wie er sich verhält. Und wenn er sich so verhält, wie ich annehme, dann werden sie alle ihre Ranch zurückbekommen. Kann ich auf sie zählen, falls ich Hilfe brauche? Wir wollen das, was uns gehört. Wir stehen hinter ihm. Ja, das ist meine Meinung. Ich bin kein großer Kirchgänger. Sie schon. Aber wenn Ihre Gebete was nützen sollen, dann dürfen Sie nicht zulassen, dass ein Haufen Mörder frei herumläuft. Vater. Raquel. Senior Hähnlein. Er würde uns umbringen. Die Kirche sagt uns genau, was richtig ist und was falsch ist, Vater. Und wir wissen, was jetzt richtig ist. Senior. Ich bin kein mutiger Mann. Aber ich tue mein Bestes. Was sollen wir tun? Wenn ich Hilfe brauche, geben Sie diesen Männern Bescheid. Und wenn es soweit ist, soll Raquel dem Marshall erzählen, was sie gesehen hat. Wir werden tun, was Sie sagen, Senor. Hier ist es passiert. Genau hier. Wieso haben Sie diesen Ort ausgewählt? Sie hätten nie gewagt, mit einer Leiche weit zu reiten. Sie wollten sie bestimmt schnell los. Ihre Meinung ja sehr schnell geändert. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Morgen früh betreten wir unbefugt Hähnlein-Gebiet. Und ich hoffe, dass auch Tanner weiß, was er tut. Die anderen warten vor der Stadt. Das ist ja Senor Judd. Wo was? Sind Ihr Vater und die anderen? Ich weiß nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Es wird ernst. Er wollte mich umbringen. Er denkt, er hätte mich getroffen. Oh, ich bin ja so glücklich, Sie zu sehen. Was ist wirklich passiert? Wer ist das, Ellen? Wer ist da? Ich spreche besser allein mit ihm. Aber tun Sie nichts. Was? Das hängt von ihm ab. Ich warte hier draußen. Also, Sie waren ein bisschen zu früh auf der Ranch. Ich war noch nicht da. Tanner, ich war die ganze Zeit hier. Sie können mir nichts beweisen. Aber das eine sage ich Ihnen. Diesmal kommen Sie hier nicht lebend raus. Stehen bleiben! Das ist Alice gewesen. Ich weiß. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Es ging nicht anders. Sie hat gerade den Mann gesehen, den Sie erschossen haben. Sie sind verrückt! Ich habe niemanden erschossen! Wissen Sie, wer dieser Mann war, Hähnlein? Ihr eigener Sohn, Judd. Judd. Sie lügen, das glaube ich nicht! Dad! Oh nein! Ich habe es ihm gesagt. Er weiß es. Oh Kind, wieso haben Sie ihn erschossen? Ich war nicht da, als es passiert ist.
Judd wurde von ihrem Vater losgeschickt, um mich umzubringen. Alles in Ordnung, Dad? Bloß weg hier, Marty. Umdrehen. So, ich glaube, das reicht, Miguel. Steck es nochmal ins Feuer und dann ablöschen. Hallo, Marshall. Einen Moment. Was haben Sie auf dem Herzen, Sir? Kip Tanner. Sie haben 20 Männer, die für Sie arbeiten. Warum machen Sie das noch selber? Weil ein Mann nie vergessen sollte, womit er angefangen hat. Gehen wir ins Haus. Meine Tochter soll uns Kaffee machen. Werden Sie wegen Tanner was unternehmen? Er weiß, was ihm blüht, wenn er in Abilene seinen Revolver zieht. Das reicht nicht. Solange er nichts anstellt, kann ich ihn nur vorwarnen. Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu vertreten, nicht Ihre Befehle auszuführen. Ein bisschen überholt Ihre Einstellung. Das hier ist mein Land und meine Stadt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um alles aufzubauen. Und ich werde es verteidigen. Mit Hilfe des Gesetzes oder ohne. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihre Rechte zu schützen. Aber wenn Sie das Gesetz übertreten, werde ich Sie genauso verfolgen wie jeden anderen. Setzen Sie da nicht Ihr Abzeichen aufs Spiel? Begreifen Sie doch, die Zeiten sind vorbei, als ein Mann seine eigenen Gesetze machen konnte. Das gilt für Sie genauso wie für Kip Tanner. Wenn Sie wollen, dass Kip Tanner am Leben bleibt, halten Sie ihn von Abilene fern. Ich lebe hier nach meinem Gesetz und das wird auch in Zukunft so sein. Ich glaube, ich verzichte auf den Kaffee, Seth. Wie kann man nur so stur sein? Hallo, Alice. Ach, guten Morgen, Dad. Wer war denn das? Der Marshall. Oh, er bleibt doch sicher zum Frühstück. Nein, das tut er nicht. Wir haben uns gestritten. Oh, Dad, gestritten? Worüber denn? Kip Tanner. Du meinst Jeans Bruder? Ja, er ist in Abilene. Weshalb? Er behauptet, er sucht Jean. Merkwürdig. Glaubt, es könnte ihr Bruder gewesen sein. Ist das wahr? Nichts ist wahr. Sie weiß nicht, was sie sagt. Vater, ich bitte dich. Ja, es ist wahr. Ich habe gesehen, wie ein Mann gehängt wurde. Von Männern, die ihre Gesichter hinter Tüchern verbargen. Und ich wollte nicht, dass ihnen das Gleiche geschieht. Deshalb habe ich diese Männer um Hilfe gebeten. Haben Sie das dem Marshall erzählt? Nein, nein, das darf sie nicht. Miguel. Das könnte mein Bruder gewesen sein. Ich werde Ihnen genau erzählen, was ich gesehen habe, Senor Tanner. Danke. Ich versuche, dass Sie keine Schwierigkeiten bekommen. Es war abends. 3 Monate ist es her. Ich folgte dem Rinderpfad, der vom Weg zur T-Square Ranch abbiegt, ins Tres Espiritos-Tal. Ich hatte länger im Hotel gearbeitet. Ich war allein und ich hatte Angst. Also war ich sehr vorsichtig. Und dann habe ich sie gesehen. Schneidet ihn ab. Schafft ihn weg. Ich zwang mich, an die Stelle zu gehen, an der er gehängt wurde, um zu sehen, was er fallen gelassen hat.
Es war ein Messer. Dieses Messer. Erkennen Sie es, Senor? Das gehörte meinem Bruder. Ich habe es ihm irgendwann geschenkt. Zum Geburtstag. Ich hatte befürchtet, dass Jean tot ist. Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Warum verraten Sie mir nicht den wahren Grund, warum Ihre Tochter schweigen soll? Den Grund habe ich Ihnen gesagt. Sie haben Angst vor Hainlein. Sie glauben, er hat Jean getötet und jetzt zittern Sie vor ihm. Was beantwortet meine Frage? Für Sie steht fest, dass es Hainlein war? Er hat doch nur Vorteile durch Jeans Tod. Er hat sie vertrieben, hat sein Weideland zurück. Den Verstand verloren? Was soll denn das? Sie werden ein paar Fragen beantworten, Tanner. Woher wisst ihr, wer ich bin? Ich kenne Sie aus Dodge City. Wir suchen Ihren Bruder. Wo ist er? Meinem Bruder Jean gehört die T-Square Ranch. Wenn ihr hinter ihm her seid, würde ich dort mal nachsehen. Oh! Lassen Sie die Spielchen. Sie wissen, dass die Ranch seit 3 Monaten leer steht. Sie irren sich, Mister. Das habe ich nicht gewusst. Wollen Sie uns etwa weismachen, dass Sie nicht hier sind, um das Geld aufzuteilen? Ich habe keine Ahnung, von welchem Geld ihr redet. Hört mal, ich habe meinen Bruder seit Jahren nicht gesehen. Er wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nur hier, weil er mir geschrieben hat, dass er dringend Hilfe braucht. Tanner, Ihr Bruder hat uns $68,000 gestohlen. Die wollen wir wiederhaben. Ihr seid ja alle verrückt. Jean würde niemals $68,000. Was ist mit den Männern, die sich dieses Geld wirklich verdient haben? Wir wollen das Geld und egal, was Sie zu seiner Verteidigung vorbringen, wir werden Ihren Bruder aufhängen. Also sparen Sie sich die Mühe und reden Sie! Weg hier! Wilkinson! Kommen wohl ein bisschen zu spät. Ich glaube nicht, dass es schwer sein wird, Sie einzuholen. Wollen wir das denn? Sie sind doch der Marshal, oder nicht? Und wenn schon. Ich bin nicht hier, um den dreien irgendwelchen Ärger zu machen. Sie kennen sie? Hacker Richley Hendricks. Und ich sag Ihnen eins, die drei haben schon genug Schwierigkeiten. Wegen Tanner. Hören Sie, Marshal. Ich habe die drei noch nie in meinem Leben gesehen. Sie haben mich nach meinem Bruder gefragt. Er soll Geld gestohlen haben, das Ihnen gehört. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Und deswegen werde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Tanner! Soll ich Ihnen sagen, warum ich hier bin? Damit Sie umkehren und sich von Evelyn fernhalten. Und weshalb? Sie haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Sie sind bekannt für Ihre Schießkünste. Und Sie sind Jean Tanners Bruder. Umdrehen. So, ich glaube, das reicht, Miguel. Schick es nochmal ins Feuer und dann ablöschen. Hallo, Marshall. Einen Moment. Was haben Sie auf dem Herzen, Sir? Kip Tanner. Sie haben 20 Männer, die für Sie arbeiten. Warum machen Sie das noch selber? Weil ein Mann nie vergessen sollte, womit er angefangen hat. Gehen wir ins Haus. Meine Tochter soll uns Kaffee machen. Werden Sie wegen Tanner was unternehmen? Er weiß, was ihm blüht, wenn ein Abilene seinen Revolver zieht. Das reicht nicht.
Solange er nichts anstellt, kann ich ihn nur vorwarnen. Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu vertreten, nicht Ihre Befehle auszuführen. Ein bisschen überholt Ihre Einstellung. Das hier ist mein Land und meine Stadt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um alles aufzubauen. Und ich werde es verteidigen. Mit Hilfe des Gesetzes oder ohne. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihre Rechte zu schützen. Aber wenn Sie das Gesetz übertreten, werde ich Sie genauso verfolgen wie jeden anderen. Setzen Sie da nicht Ihr Abzeichen aufs Spiel? Begreifen Sie doch, die Zeiten sind vorbei, als ein Mann seine eigenen Gesetze machen konnte. Das gilt für Sie genauso wie für Kip Tanner. Wenn Sie wollen, dass Kip Tanner am Leben bleibt, halten Sie ihn von Abilene fern. Ich lebe hier nach meinem Gesetz und das wird auch in Zukunft so sein. Ich glaube, ich verzichte auf den Kaffee, Seth. Wie kann man nur so stur sein? Hallo, Alice. Ach, guten Morgen, Dad. Wer war denn das? Der Marshall. Oh, er bleibt doch sicher zum Frühstück. Nein, das tut er nicht. Wir haben uns gestritten. Oh, Dad, gestritten? Worüber denn? Kip Tanner. Du meinst Jeans Bruder? Ja, er ist in Abilene. Weshalb? Er behauptet, er sucht Jean. Merkwürdig. Denkt ihr, dass Jean hierher zurückkommt? Ach, Alice, wann begreifst du endlich, dass es reine Zeitverschwendung war, dich mit Jean Tanner abzugeben? Es gibt genug andere Männer. Ich weiß, aber ihn wollte ich heiraten. Das war vor 3 Monaten. Ich komme schon drüber hinweg. Natürlich wirst du das. Sag mal, hast du deinen Bruder gesehen? Nein, Judd und Marty Ruger wollten in der Stadt übernachten. Schon wieder? Ach, warum auch nicht? Ein Hähnlein hat das Recht zu tun, was er will. Das gilt natürlich auch für die Hähnlein. Hier sterben. Nichts konnte ihn aufhalten. Er muss gespürt haben, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. An diesem Amboss fing alles an. Die Ranch Ihres Bruders gehört jetzt Ihnen, wenn Sie wollen, das wissen Sie. Aber Abilene ist kein Ort für Waffen, Tanner. Hähnlein hat das nicht gelernt. Sie sind noch am Leben. Sie haben die Chance, es zu lernen. Der Tag wird kommen, an dem niemand in diesem Land mehr Waffen tragen wird. Marshall, für mich ist dieser Tag jetzt schon da. Ich betreibe die Ranch. Vielleicht kann ich da weitermachen, wo Jean aufgehört hat. Ich würde gerne so leben wie er.
der Hinsicht. Hast du alles gehört? Das meiste. Dir und Dad lag wirklich nichts daran, Jean zu finden. Wundert dich das? Durch diesen Überfall hat er die kleinen Rancher ruiniert. Das ist genau das, was wir wollten. Ja. Das ist haargenau das, was du und Dad immer gewollt habt. Fahrgäste für mich? Leider nicht, aber ich habe eine Nachricht für Sie, Senor Ferris. Dieser Tenor will mich oben auf seinem Zimmer sprechen. Wissen Sie weshalb? Nein, tut mir leid, Senor. Ich war nicht hier, als er die Nachricht hinterlassen hat. Sind Sie Andy Ferris? Nein, Andy ist im Hotel. Danke. Die Tür ist offen. Mr. Tanner? Hey, Mr. Tanner! Bleiben Sie stehen. Keine Bewegung. Jetzt drehen Sie sich um, langsam. Und nehmen Sie die Hände hoch. Den Verstand verloren? Was soll denn das? Sie werden ein paar Fragen beantworten, Tanner. Woher wisst ihr, wer ich bin? Ich kenne Sie aus Dodge City. Wir suchen Ihren Bruder. Wo ist er? Meinem Bruder Gene gehört die T-Square Ranch. Wenn ihr hinter ihm her seid, würde ich dort mal nachsehen. Oh! Lassen Sie die Spielchen. Sie wissen, dass die Ranch seit 3 Monaten leer steht. Sie irren sich, Mister. Das habe ich nicht gewusst. Wollen Sie uns etwa weismachen, dass Sie nicht hier sind, um das Geld aufzuteilen? Ich habe keine Ahnung, von welchem Geld ihr redet. Hört mal, ich habe meinen Bruder seit Jahren nicht gesehen. Er wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nur hier, weil er mir geschrieben hat, dass er dringend Hilfe braucht. Tanner, Ihr Bruder hat uns $68,000 gestohlen. Die wollen wir wiederhaben. Ihr seid ja alle verrückt. Gene würde niemals... $68,000. Was ist mit den Männern, die sich dieses Geld wirklich verdient haben? Wir wollen das Geld und egal, was Sie zu seiner Verteidigung vorbringen, wir werden Ihren Bruder aufhängen. Also sparen Sie sich die Mühe und reden Sie! Weg hier! Wilkinson! Komm wohl ein bisschen zu spät. Ich glaube nicht, dass es schwer sein wird, Sie einzuholen. Wollen wir das denn? Sie sind doch der Marshal, oder nicht? Und wenn schon.
Ich bin nicht hier, um den Dreien irgendwelchen Ärger zu machen. Sie kennen sie? Hacker Ridgely Hendricks. Und ich sag Ihnen eins, die drei haben schon genug Schwierigkeiten. Wegen Tanner. Hören Sie, Marshall. Ich habe die drei noch nie in meinem Leben gesehen. Sie haben mich nach meinem Bruder gefragt. Er soll Geld gestohlen haben, das Ihnen gehört. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Und deswegen werde ich jetzt ein paar Fragen stellen. Tanner! Soll ich Ihnen sagen, warum ich hier bin? Damit Sie umkehren und sich von Evelyn fernhalten. Und weshalb? Sie haben überhaupt nichts gegen mich in der Hand. Sie sind bekannt für Ihre Schießkünste. Und Sie sind Gene Tanners Bruder. Ich lasse mir nicht gerne was vorschreiben. Entweder Sie beantworten mir jetzt ein paar Fragen oder ich knöpfe mir die drei selber vor. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich weiß. Ihr Bruder hat alle kleinen Rancher ruiniert. Die drei gehören auch dazu. Sie haben ihr Land und ihre Häuser verloren. Gene hat nie großen Wert auf Besitz gelegt. Was hat er gemacht? Die Rancher überredet, ihr Vieh gemeinsam zur Macht zu bringen. Eine große Herde, ein großer Viehtrieb. Erkennen Sie es, Senor? Das gehörte meinem Bruder. Ich hab's ihm irgendwann geschenkt. Zum Geburtstag. Ich hatte befürchtet, dass Gene tot ist. Ich hatte es irgendwie im Gefühl. Warum verraten Sie mir nicht den wahren Grund, warum Ihre Tochter schweigen soll? Den Grund habe ich Ihnen gesagt. Sie haben Angst vor Hanlein. Sie glauben, er hat Gene getötet und jetzt zittern Sie vor ihm. Was beantwortet meine Frage? Für Sie steht fest, dass es Hanlein war? Er hat doch nur Vorteile durch Genes Tod. Er hat sie vertrieben, hat sein Weideland zurückbekommen, das Geld gekriegt, das er brauchte. Geld? Er ist der reichste Mann im ganzen Bezirk. Der Marshall ist anderer Meinung. Als sie diese große Herde zusammengetrieben und verkauft haben, haben sie ihn vom Markt gedrängt. Er war fast pleite, ehrlich. Vielleicht, Tanner, mag ja sein. Aber wir haben keine Beweise, überhaupt keine. Und jetzt, wo das Gesetz hinter mir her ist, habe ich keine Zeit, welche zu beschaffen. Das weiß Hanlein aber nicht. Was soll das nun wieder heißen? Hanlein müsste glauben, dass wir diese Beweise schon haben. Dann könnten wir genau beobachten, wie er sich verhält. Und wenn er sich so verhält, wie ich annehme, dann werden sie alle ihre Ranch zurückbekommen. Kann ich auf sie zählen, falls ich Hilfe brauche? Wir wollen das, was uns gehört. Wir stehen hinter ihm. Ja, das ist meine Meinung. Ich bin kein großer Kirchgänger. Sie schon. Aber wenn Ihre Gebete was nützen sollen, dann dürfen Sie nicht zulassen, dass ein Haufen Mörder frei herumläuft. Vater. Raquel. Senior Hanlein. Er würde uns umbringen. Die Kirche sagt uns genau, was richtig ist und was falsch ist, Vater. Und wir wissen, was jetzt richtig ist. Senior. Ich bin kein mutiger Mann. Aber ich tue mein Bestes. Was sollen wir tun? Wenn ich Hilfe brauche, geben Sie diesen Männern Bescheid. Und wenn es soweit ist, soll Raquel dem Marshall erzählen, was sie gesehen hat. Wir werden tun, was Sie sagen, Senor. Hier ist es passiert. Genau hier. Wieso haben Sie diesen Ort ausgewählt? Sie hätten nie gewagt, mit einer Leiche weit zu reiten. Sie wollten sie bestimmt schnell loswerden. Raquel, gibt es in diesem Tal irgendetwas Besonderes wie eine Höhle, Treibsand, ein tiefes Loch, ein Abhang? Mir fällt nur etwas ein, das man die Rinderfalle nennt. Was ist das? So wird hier eine enge Schlucht genannt, in die manchmal Tiere von den Ranches hineinfallen und verhungern. Sie sagten, Sie kannten ihn nicht. Das stimmt. Und wie erklären Sie das hier? Andy Ferris? Der Postkutscher? Der einzige Zeuge gegen Ihren Bruder. Hören Sie, Marshall. Sie wissen, dass das eine Falle ist. Ich hab Ferris nicht erschossen. Heben Sie sich das Reden für Ihren Prozess auf. Prozess? Haben Sie meinen Bruder auch so reingelegt? Sie werden Ihren Prozess nicht mehr leben. Ich vertrete hier immer noch das Gesetz. Verschwinde jetzt. Sie tragen zwar das Abzeichen, Marshall, aber wer weiß, wie lange noch. Sie glauben, Sie können hier für Ordnung sorgen, Mr. Wilkinson? Dafür werde ich bezahlt. Na gut. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Sie haben nichts damit zu tun.
Aber Sie werden in die Sache hineingezogen. Der Prozess wird zeigen, wer Andy Ferris getötet hat. Sie haben Chad doch gehört. Es hängt alles von Hanlein ab. Auch der Prozess. Nicht von Ihnen. Wir werden sehen. Kommen Sie. Ich bin direkt hinter Ihnen. Sandy Ferris. Das ist doch dieser Tenner. Ich wusste, der bringt nur Ärger. Ja, das war nicht anders. Sehen Sie doch mal. Ich glaube, wir sollten erstmal was trinken. Ja, genau. Lass uns das trinken. Ave Maria. Gracia plena. Ave Maria. Gracia plena. Ave Maria, gracia plena. Raquel, ich bitte dich. Vater. Jetzt sei doch vernünftig. Geh zurück zu deiner Arbeit im Hotel, bevor man anfängt, Fragen zu stellen. Das geht nicht. Ich muss um Vergebung beten. Dass du etwas gesehen hast, war reiner Zufall. Es ist Bestimmung gewesen. Und ich darf jetzt nicht schweigen. Nein. Nein, das stimmt nicht. Die Sache geht uns nichts an. Überlass das den Gringos. Der einzige Zeuge war der Postkutscher. Wenn du irgendetwas anderes sagst, wird es für uns sehr gefährlich. Und sein Bruder ist dir dabei völlig egal? Was wollen Sie damit? Sie haben den Stein ins Rollen gebracht, Tenner, und ich muss ihn aufhalten. Draußen wartet der Mob auf Sie. Lynchmob? Kann sein, wenn Sie wütend werden. Wer ist der Anführer? Marty Ruger. Einer von Hanleins Männern. Ist Chad auch da? Da draußen steht eine ganze Menge, nicht nur Hanlein-Männer. Andy Ferris war hier sehr beliebt. Ich werde aus Ihnen einfach nicht schlau. Hanlein ist doch bestimmt reich genug, um jeden in der Stadt zu kaufen, den er will. Umdrehen. So, ich glaube, das reicht, Miguel. Steck es nochmal ins Feuer und dann ablöschen. Hallo, Marshall. Einen Moment. Was haben Sie auf dem Herzen, Sam? Kip Tanner. Sie haben 20 Männer, die für Sie arbeiten. Warum machen Sie das noch selber? Weil ein Mann nie vergessen sollte, womit er angefangen hat. Gehen wir ins Haus. Meine Tochter soll uns Kaffee machen. Werden Sie wegen Tanner was unternehmen? Er weiß, was ihm blüht, wenn ein Abilene seinen Revolver zieht. Das reicht nicht. Solange er nichts anstellt, kann ich ihn nur vorwarnen. Sorgen Sie dafür, dass er verschwindet. Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu vertreten, nicht Ihre Befehle auszuführen. Ein bisschen überholt Ihre Einstellung. Das hier ist mein Land und meine Stadt. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um alles aufzubauen. Und ich werde es verteidigen. Mit Hilfe des Gesetzes oder ohne. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um Ihre Rechte zu schützen. Aber wenn Sie das Gesetz übertreten, werde ich Sie genauso verfolgen wie jeden anderen. Setzen Sie da nicht Ihr Abzeichen aufs Spiel? Begreifen Sie doch, die Zeiten sind vorbei, als ein Mann seine eigenen Gesetze machen konnte. Das gilt für Sie genauso wie für Kip Tanner. Wenn Sie wollen, dass Kip Tanner am Leben bleibt, halten Sie ihn von Abilene fern. Ich lebe hier nach meinem Gesetz und das wird auch in Zukunft so sein. Ich glaube, ich verzichte auf den Kaffee, Seth. Wie kann man nur so stur sein? Hallo, Alice. Ach, guten Morgen, Dad. Wer war denn das? Der Marshall. Oh, er bleibt doch sicher zum Frühstück. Nein, das tut er nicht. Wir haben uns gestritten. Oh, Dad, gestritten? Worüber denn? Kip Tanner. Du meinst Jeans Bruder? Ja, er ist in Abilene. Weshalb? Er behauptet, er sucht Jean. Merkwürdig. Denkt ihr, dass Jean hierher zurückkommt? Ach, Alice, wann begreifst du endlich, dass es reine Zeitverschwendung war, dich mit Jean Tanner abzugeben? Es gibt genug andere Männer. Ich weiß, aber ihn wollte ich heiraten. Das war vor 3 Monaten. Ich komm schon drüber hinweg. Natürlich wirst du das. Sag mal, hast du deinen Bruder gesehen? Nein, Judd und Marty Ruger wollten in der Stadt übernachten. Schon wieder?
Ach, warum auch nicht? Ein Hähnlein hat das Recht zu tun, was er will. Das gilt natürlich auch für die Hähnlein-Frauen. Wenn du dich für den Mann entschieden hast, der deiner würdig ist. Was machen Sie hier, Tanner? Sie haben das Spiel eröffnet. Ich spiele mit. Welches Spiel? Ich wurde gestern Abend in meinem Hotelzimmer von zwei Männern überfallen. Wahrscheinlich zwei ihrer Freunde. Kleinrancher. Ich habe Ihnen gesagt, was passiert, wenn Sie was anfangen. Hätte ich was angefangen, wäre ich jetzt nicht hier, um mit Ihnen zu reden. Was wollten die Kerle? Das konnte ich leider nicht rausfinden. Sie haben den Brief gestohlen, den mein Bruder mir geschrieben hat. Ich gebe Ihnen die Chance, die Sache aufzuklären, Marshall. Sie finden mich auf der T-Square Ranch, wenn Sie mit Ihren Hausaufgaben fertig sind. Der Ranch Ihres Bruders? Ganz richtig. Er hat mir einen Teil des Grundstückes versprochen, wenn ich ihm helfe. Wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen? Vielleicht nicht. Vielleicht möchte ich das rausfinden. Ich habe nie viel von Waffen gehalten oder davon, Leute herumzustoßen. Aber den Männern, die mir vertrauen, bin ich es schuldig, dass dieses Unternehmen gelingt. Ich will ehrlich sein. Um einen Mann wie Hähnlein zu bekämpfen, brauche ich deine Hilfe. Damit meine ich deine Revolver. Auch wenn wir uns da nie einig waren, Kip, hoffe ich, dass du im Interesse dieser Männer mein Angebot annehmen wirst und nach Evelyn kommst. Unterzeichnet Jean. Das war sehr dumm von dir, Jack. Du brichst in sein Zimmer ein und riskierst sogar erkannt zu werden. Für das hier? Pa, wir dachten, wir würden mehr finden. Versuch sowas nie wieder, ohne es mir vorher zu sagen. Verstanden? Darf ich den Brief mal sehen, Dad? Klar. Er wurde vor 3 Monaten geschrieben. Stimmt, Schwesterherz. Kurz bevor die kleinen Rancher ihren Viehtrieb begonnen haben. Ach, tut mir leid, aber ich glaube das einfach nicht. Was? Das hier klingt nicht nach einem Mann, der vorhat, seine Freunde zu betrügen und zu bestehlen. Vielleicht doch. Wenn man ihn nicht so genau kennt? Judd, es gibt keinen Menschen, der Jean so gut gekannt hat wie ich. Bis auf seinen Bruder. Hat das Recht zu tun, was er will. Das gilt natürlich auch für die Hähnlein-Frauen. Wenn du dich für den Mann entschieden hast, der deiner würdig ist, dann besorge ich ihn dir. Ich bring dir dein Frühstück. Was machen Sie hier, Tanner? Sie haben das Spiel eröffnet. Ich spiele mit. Welches Spiel? Ich wurde gestern Abend in meinem Hotelzimmer von zwei Männern überfallen. Wahrscheinlich zwei ihrer Freunde. Kleinrancher. Ich habe Ihnen gesagt, was passiert, wenn Sie was anfangen. Hätte ich was angefangen, wäre ich jetzt nicht hier, um mit Ihnen zu reden. Was wollten die Kerle? Das konnte ich leider nicht rausfinden. Sie haben den Brief gestohlen, den mein Bruder mir geschrieben hat. Ich gebe Ihnen die Chance, die Sache aufzuklären, Marshall. Sie finden mich auf der T-Square Ranch, wenn Sie mit Ihren Hausaufgaben fertig sind. Der Ranch Ihres Bruders? Ganz richtig. Er hat mir einen Teil des Grundstückes versprochen, wenn ich ihm helfe. Wissen Sie, auf was Sie sich da einlassen? Vielleicht nicht. Vielleicht möchte ich das rausfinden. Ich habe nie viel von Waffen gehalten oder davon, Leute herumzustoßen. Aber den Männern, die mir vertrauen, bin ich es schuldig, dass dieses Unternehmen gelingt. Ich will ehrlich sein. Um einen Mann wie Hähnlein zu bekämpfen, brauche ich deine Hilfe. Damit meine ich deine Revolver.
Auch wenn wir uns da nie einig waren, Kip, hoffe ich, dass du im Interesse dieser Männer mein Angebot annehmen wirst und nach Evelyn kommst, unterzeichnet Jean. Das war sehr dumm von dir, Jack. Du brichst in sein Zimmer ein und riskierst sogar erkannt zu werden. Für das hier? Pa, wir dachten, wir würden mehr finden. Versuch sowas nie wieder, ohne es mir vorher zu sagen. Verstanden? Darf ich den Brief mal sehen, Dad? Klar. Er wurde vor 3 Monaten geschrieben. Stimmt, Schwesterherz, kurz bevor die kleinen Rancher ihren Viehtrieb begonnen haben. Tut mir leid, aber ich glaube das einfach nicht. Was? Das hier klingt nicht nach einem Mann, der vorhat, seine Freunde zu betrügen und zu bestehlen. Vielleicht doch. Wenn man ihn nicht so genau kennt. Judd, es gibt keinen Menschen, der Jean so gut gekannt hat wie ich. Bis auf seinen Bruder. Und aus demselben Grund. Ich habe deine Mutter geliebt. Nachdem sie hier weggegangen war, habe ich angefangen, alles und jeden zu hassen. Vielleicht hat sie dir auch gesagt, dass sie den Namen Hainlein nicht mehr tragen wollte. Alice, so du wirst mich schon nicht vermissen, Vater. Du hast ja noch Judd. Für ihn bist du das, was ein Mann sein sollte. Ich glaube, ihr beide werdet sehr glücklich ohne mich. Was glaubst du, was aus uns geworden wäre, wenn ich zugelassen hätte, dass du einen Mann wie Jean Tanner heiratest? Dass jemand in mein Haus gekommen wäre, der mir mein Land genommen hat. Mich ruiniert hat. Ich denke, dann wäre vieles nicht passiert. Und wenn ich nochmal einen Mann finden sollte, der mich will, dann muss ich ihm wichtiger sein als Geld oder Land. Die Postkutsche fährt um 2:30 ab. Ich werde mitfahren. Wir suchen jetzt schon seit 24 Stunden nach Tanner. Wenn seine Geschichte nicht stimmt, buchte ich ihn ein. Und diesmal entwischt er nicht. Natürlich ist seine Geschichte wahr. Würde er sie sonst um Hilfe bitten? Nein, er will Jeans Namen reinwaschen. Und seinen eigenen. Und die Chance sollten Sie ihm geben. Das ist meine Pflicht und Schuldigkeit als Marshal. Sie haben Ihre Meinung ja sehr schnell geändert. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Morgen früh betreten wir unbefugt Hainlein-Gebiet. Und ich hoffe, dass auch Tanner weiß, was er tut. Die anderen warten vor der Stadt. Senor Judd! Wo sind Ihr Vater und die anderen? Ich weiß nicht, ich habe sie noch nicht gesehen. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Das wird ernst. Kip. Er wollte mich umbringen. Er denkt, er hätte mich getroffen. Oh, ich bin ja so glücklich, Sie zu sehen. Was ist wirklich passiert? Wer ist das, Alice? Wer ist da? Ich spreche besser allein mit ihm. Aber tun Sie nichts. Was? Das hängt von ihm ab. Ich warte hier draußen. Alice,